Außer dem Trailer zu Jedi Survivor war die Star Wars Videospielwelt in den letzten 6 Monaten ja mehr oder minder tot. Klar, Lego Star Wars hat ein Update angekündigt bekommen und Star Wars Hunters wurde weiter verschoben. Von der goldenen Ära der 90er und Anfang 2000er, wo wir teilweise 4 Spiele im Jahr bekommen haben, von denen viele auch wirklich gut waren, sind wir da leider meilenweit entfernt. Aber laut dem Videospieljournalist Tom Henderson will Disney das bald ändern. Der Plan ist wohl, pro Jahr 2 Star Wars Spiele zu bekommen. Ein großes AAA-Spiel wie Battlefront oder Jedi Survivor und ein kleineres, wie es Squadrons zum Beispiel war oder ein Mobile-Spiel vielleicht. Da wir abgesehen von Lego Star Wars jetzt fast schon 2 Jahre auf ein großes, auf eine ältere Zielgruppe gerichtetes Star Wars-Spiel warten, wäre das ein absoluter Traum, wenn die Qualität da auch stimmt. Und es wurden uns ja schon mindestens 8 Star Wars-Spiele angekündigt, die irgendwann mal kommen sollen. Hoffen wir mal, dass die wirklich Anfang 2023 mit Jedi Survivor anfangen und wir dann kein Jahr mehr ohne gutes Star Wars-Spiel sein müssen. Was meint ihr? Für weitere kurze Star Wars-Videos wie dieses, lasst ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da.